Es sind beide gelungen. Jeweils plus 18. Diamantis, du hattest 2W6 in dieser Runde schon gemacht, ne? In dieser Runde ja, warst du der Beauftragte. Hast du auch eingetragen in Schlinge? Ja. Kannst du uns einfach in der Bezeichnung, kannst du ja doppelklicken auf ihn, Bezeichnung, und dann schreibst du das da rein, Minus. Achso, ich bin ein Beschreibung. Wir haben da auch ein Makro für. Ja, haben wir auch. Du gehst oben auf Fenster, da auf Kampagne, da geht es auf, dann klickst du den Schlinge an, sodass er ausgewählt ist, dann gehst du mal oben auf Zähler Rot und da kannst du es eintragen. Ich krieg genau. 53 Trefferpunkte aus 2 Schlägen. 53? Warte, wir ziehen die Rüstung ab. Die Rüstung ist. Das war mal 2 Rüstungsschutz wieder. Aber mir trinkst du? Rüstungsschutz, Geschwindigkeit. Rüstungsschutz ist 3. Sagenhafte 3. Dann kriegt er 47 Schadenpunkte. 22 und 25 sind 47. Soll ich die da auch zu eintragen oder nur Gift? Nee, auch alles, genau. Okay. Aufsummiert. Oder kannst auch minus 12 und dann minus die 47, ne? Das geht halt auch so. Sonst nimmst du einen Taschenrechner und dann schreibst du es da rein. Bei 300 kannst du sagen, Schluss. Okay. 300? Alter! Ja, das Wichtige ist, dass der die zehnfache Masse von dir, also auch die zehnfachen Lebenspunkte. Wie lange ist Bolter eigentlich betäubt? 2, guck mal gerade. Das Opfer für eine Spielrunde, 5 Minuten. Ja, okay. 5 Minuten, ja. Dann müsst ihr mich jetzt. Ihr habt Gegengift, ne? So, ja, das wäre der nächste Schritt. So, Abelmir ist fertig mit seinen beiden Aktionen. Nächste Kampfrunde. Die 10 würfel ich einmal durch. 1, 2, 3. Wacht 4. Jetzt wieder auf, oder? 20, oh Gott. Warte kurz, machen wir gleich. Ulan Erdabenas. Ihr habt ihn nicht hier wirklich gekannt, aber er wirkte sympathisch auf euch. Also eigentlich nicht. Balkenzustand tot. Tot? Tot. Ja, bei 220er. Bei 220er müssen wir nicht diskutieren. Maro ist fertig. Der Stachelkrieger ist raus, den schicke ich mal ins Wasser. Das war die 10. 16. Die Gladiatoren rennen weiter in den Wald. Ich möchte vor den Schlinger ziehen. Würde auch gerne vor den Schlinger. Ich möchte vor den Schlinger und vor Bolter ziehen. Muss eine neue Initiative würfeln. Nee, er hat einfach nur 2W6 verloren, weil er gestürzt ist. Der Schlinger war ohnmächtig. Ja. Okay. Ich rieche hier eine Janus-Aktion, indem man irgendwie den Ohnmächtigkeits-Inni-Reset machen kann, wenn man zu wenig Inni hat. Also, die 12 ist dran. Der Schlinger wacht wieder auf. Ihr wollt vorziehen. Ich möchte vor den Schlinger vorziehen. Und auch vor Voltax, das ist wichtig. Ich lasse den Mengenbelag fallen, das ist eine freie Aktion. Mhm. Dann schnell ziehe ich einzelne Wurfmesser und werfe es auf den Schlinger. Das war auch ein Mengenbelag. Aus nächster Nähe. Ja. Es müssen automatische Treffer sein. Ich würfel nur, um zu gucken, ob ich patze. Tue ich nicht. Jetzt das Wichtige, der Schaden. Er kommt plus 1 drauf, weil ich auf 2 Meter stehe. Das ist 6. Wie viel Rüstung hat der Schlinger? 3. Gut, dann darf er jetzt eine Konzi Pro plus 8 ablegen. 1. Gelungen. Oh. Ja. möchtest du ihn das Gift ignorieren lassen, wenn er es jetzt bestätigt? Was war das für ein Gift? Halbgift? Halbgift. Also mit er kriegt trotzdem Wirkung, wenn er es schafft. Ich weiß nicht. Ja, mit der 1 wird die Wirkung wieder halbiert, sag ich mal wieder. Also von, okay, noch, von also D noch auf mal eine B. Stufe runter. Okay, dann verliert er einen Punkt Mut, Gewandtheit, KK, ATP, ATP und INI. Mhm. Also nicht der Rede wert, aber whatever. Ja, man weiß das natürlich nicht, deswegen nimmt er in seiner zweiten Aktion die Beine in die Hand. Und zwar, ich möchte mich erstmal hinter meiner Falle positionieren. Und allen anderen werden das gleichzeitig zu rufen. Weg, weg, Kabel mir! Und da wollte ich zeigen. Das sind so, 6 Worte. Ihr könnt vor den Schlinger vorziehen, der ist auf der 12 dran. Ich fange einfach mal an bei 17 Boltax. Ich bringe meinen Zauber zu Ende, eine Aktion und. Lebefaxius. Genau. Ein Würfel. Ein W6 plus 3. Gewürfelt hattest du schon. Genau, dann schauen wir mal. Insgesamt 6 Schaden. Da es ein Heißzauber ist und das gegen eine Echse geht, wird er verdoppelt. Ja, wir ziehen erst die Rüstung ab und verdoppeln dann. Das können wir machen. 6 minus 3 sind immer noch 3. Genau. Verdoppelt sind 6. Genau. Das kann Diamantis wieder in den Token reinschreiben oder sonst wo notieren. Dann kannst du schon mal die 2W6 aus dem Gift noch einmal notieren. Die bekommt er diese Kampfrunde natürlich auch bis zum Tod. 17 Boltax hat noch eine Aktion. Ja, ich hoffe jetzt einfach, dass mir entweder jemand ein Gegengift einflößt oder irgendwas anderes passiert, weil ich kann mich momentan nicht bewegen. Deshalb würde ich mich konzentrieren auf meinen Halsring
und mein Geist, der darin gebunden ist, herbeirufen. Ein Rauch-Djinn, ja. Dazu muss ich nicht reden. Das ist ein Djinn, echt? Nein, das ist ein Geist. Brabalem, der schemenhafte Gebieter, über die Zigarren der Karinors. das ist die 17. Boltax ist fertig. 19, die Stammeskrieger. Ich würfel 1W6. 5. Weißt du was, ich greife nochmal Jalan an. Der wollte das eben, der hat ja, das eben komm, nicht bekommen. 10er Wuchtansage. Oder eine 8, wenn du weich einwinst. Ich mache eine 8er Wucht. Oder eben nicht halt getroffen. Was auch immer sie können. Getroffen. Ja, er trifft. Und Schaden. 8er Wucht. 19. Sehen wir uns die Zone an. 19? Was hast du vor? Warum? Sehen wir uns die Zone an. Das ist nämlich der Schildarm. Ja. Mein Schildarm ist mein rechter, seit ich Linkshänder bin. Und damit kommt nichts durch. Warte, nein, doch, es kommt einer durch. Damn. 19? Ja. Oh no! Dann. Ein Punkt. Nein, das kommt sogar 2 Punkte. Konstitutionsprobe plus 5. Damn it. Raus! Nein, geschafft. Ich bin nur betäubt. Okay, dann bist du. Warte, für eine Spielrunde. Nein, ich bin raus. Ich bin raus. Ja, dann bist du ganz raus. Warte, ich habe Glück? Nein, ich habe kein Glück mehr. Habe ich noch Glück? Nein, ich habe kein Glück. Mach ich noch meine Schild? Eh wurscht, du bist eh 5 Minuten ausgenommen. Zustand. True. Betäubt. 5 Minuten oder 35 du liegst. Das macht halt du liegst Unterschied. Auf dem Weg. Das ist egal. Das ist egal. Der Trampelschaden tut weh von so einem Ding. Ja, komm, ich habe 16 Punkte Rüstung. So, Jalan auf der 19. Du hattest vorgezogen. Nee, gar nicht, warte, wann immer. Ich zeichne sie mal ein. Wait. Hier ist die Falle. Oh, das ist dick. Ups. Ich mache jetzt erstmal den Schlinger auf der 12. Es sei denn, die anderen wollen vorziehen. Sonst steht er auf. Und zwar würde ich mich um Boltax kümmern. Ich habe kein Gegengift, aber wenn der Schlinger in Richtung Jalan geht, dann trampelt er Boltax tot. Das heißt, ich möchte versuchen, mich mit Boltax hier zu diesem Totem zu bewegen. Zu welchem? Zu diesem? Hier. Zu diesem. Also nicht weit, weil das ist also so eine liegende Säule. Das heißt, da trampelt er nicht ohne weiteres rüber und uns dann idealerweise verstecken. Gut, das lasse ich erstmal zu, dass du dich und Boltax aus der Gefahrenzone begibst. Abel mir das Gegengift. Abel mir, du kannst noch vor den Schlinger ziehen. Noch hast du die... Ich würde vorziehen. Minus 8. Ich schieße, ich habe ja diese aberwitzige Geschwindigkeit immer noch. Ja. Gestattest du mir mit Schnellziehen durch Acceleratus, habe ich ja, die beiden Fiolen rauszugreifen, zu Boltax hinzurennen und zu Jan hinzurennen, also nicht weit entfernt voneinander, und jeweils denen eine dieser Fiole in die Hand drücken. Die sind betäubt, die können ja... Also, du machst eine Aktion, Aktion-Position, ja? Du hast eine Aktion dahin, genau. Das ist die erste Aktion, und mit der zweiten Aktion hast du beide Fläschchen in der Hand und du steckst deine Säbel weg. Aber sie sind noch nicht irgendwo drin. Also ich bin vor allem nicht betäubt, ich bin down, raus, komplett. Boltax ist so betäubt, er kann selber... betäubt, genau. Jalan schläft und Boltax kann nicht reden, nicht sprechen, er ist einfach erstarrt. Aber ich bin neben Boltax. Das ist richtig. Er könnte den Trank mir geben. Ich kann noch atmen und wahrscheinlich auch noch schlucken. Ich würde diese Fiol mit diesem Antidot-Qualität eh verteilen an diese beiden. Gib mir mal eine Fingerfertigkeitsprobe. Och, hör auf, ey. Doch, doch. Du kannst dir auch einfach eine Aktion mehr Zeit nehmen, dann musst du mich proben. Dann lass mir eine Aktie mehr Zeit. Dann okay, dann steht der Schlinger jetzt auf und ist wieder im Kampf mit der 12. Mira liegt dort bewusstlos. Nee, sie ist betäubt. Ja. Betäubt, das bedeutet Zustand. Na, es ändert nichts. Ich wollte nur, dass es richtig ist. So, dann mache ich mich auch gerade mal auf die Suche nach Zielen. Eigentlich das Ziel... Der liegt da, der Reiter ist weg, das heißt, es gibt niemanden mehr, der irgendwie das zweite Blut ansagt und irgendwie den wegzieht. Der Rauchgeist ist irgendwie noch nicht so relevant. Ich würde einfach mal Abel mir angreifen. Da ist die Falle. Ja. Das stimmt, da ist drüber. Was dann passiert, ist nicht mehr in meinen Händen. Mit einer Liane, ich muss gerade mal gucken, der wiegt halt mehr als eine Tonne. Es kann jetzt auch zum Stolpern bringen. Richtig. Am Ende stolpert er und fällt auf Jala. Dann, Das nehme ich. Dieses Opfer bin ich bereit zu erbringen. Ich möchte mir Erfolg mit Lebenspunkten kaufen. Ich mache keine Überrennen. Ich stelle mich hier hin. Also ihr beide steht ja vor der Falle. Und Abel mir steht irgendwie da drauf, ne?
Ich stehe beim Boltag dahinter. Ich nehme an, es ist dieses eher ein Fall von Karte, Token zu groß für die Karte, aber mir steht halt mit den beiden hier neben dieser Säule. Gut, das heißt, die Falle löst sich aus, wie auch immer das definiert. Das ist eine Liane. Dann hattest du eine Fallenstellenprobe gewonnen? Ja, ich hab sie geschippt. Richtig, da hatte ich sie geschippt. Ich habe 6 über. 6 Punkte. Dann mache ich aus der 6 Punkte geteilt durch 3 sind 2 Punkte. Mache ich meine Körperkraftprobe plus 2 für die Schlinge. 14 geschafft. Warum teilst du die durch 2? Durch 3? Weil du von einem Talentwert auf ein Attribut ableitest. Das mache ich mit euren Sachen auch. Okay, durch 3 teilen. Also, dann der Schlinge löst deine Falle aus, reißt und würde dann gerne nach einer Aktion Position in den Rücken von Abelmir beißen. Wieso stehe ich in den Rücken zu ihm? Weil du gerade Boltax und Solamin die Pullen gibst. Deswegen stehe ich in den Rücken zu ihm? Also ich weiß, dass er ein Schlinger gleich kommt. Nee, du bist da hingerannt und hast die Flasche. Er beißt dich einfach so. Wenn nicht in den Rücken. Ach, ist doch egal. Nicht in den Rücken. So, dann guck ich gerade mal. Wo ist denn der Schlinger? Ja, den großen Gegner zu parieren wird jetzt 1. eine Herausforderung. Möchte jemand das Schicksalspunkten? Die 1. Habe ich noch einen? Einen, also du hast einmal ich habe nur mein Glück ausgegeben. Ja, auf jeden Fall. Aber mir hat ja keinen Schicksalspunkt momentan. Hat Beutags noch einen Schicksalspunkt? Ich hab noch einen, ja. Klar, gebe ich aus. Also. Die 6. Das ist nur getroffen, aber kein doppelter Schaden. Nur ausweichen? Freies Ausweichen. Ach, Schwert um, Hälfte um. Was? Das ist Distanzklasse, wahrscheinlich irgendwie plus 4 oder so, kann das sein? Kommt drauf an, welche Distanzklasse. Guck gerade mal, der Schlinger greift mit seinem Biss HN. Also vermutlich auf N. Vermutlich auf N. 2. Ich kriege durch Axelrad eine Erleichterung um 2 nur für Ausweichen, also plus minus 9. Ja, und durch deine hohe Inni kriegst du nochmal 3 oder 4 Punkte. Du kommst nochmal plus 2 auf die Parade generell, oder? Ja. Würfel einfach mal ausweichen. Ist halt auch Sumpf hier. Nein. Nee, gut, also bei der 17 müssen wir auch nicht weiter diskutieren. Dann bekommst du nur zum Glück 12. Es ist aber auch kein Verbeißen. Wohin, oder? Wahrscheinlich auf deinen Brustkorb. Gut. Also er beißt halt Schwertarm. Falls das für dich interessant ist. Eine Brust wäre besser, aber okay. Überlege gerade, wegen deiner Fiole. Die hast du ja in der Hand, ne? Hab sie gegeben, weitergeben an Voltax und Sulamin, glaube ich. Ja. Also wahrscheinlich hast du beide an Sulamin weitergegeben, weil ich halt Stadienbrett da liege und nichts nehmen kann. Ja. Und dann Jalan kannst du auch nichts weiterreichen. Hätte also ja sein können, dass sonst in deinem vorbeilaufenden Tritt. Also 12 kommt nur schon von 4,8 durch. Gut. Dann ist der Schlinger fertig auf der 12. Verlierst noch 4 Punkte Inni. Also bist auf der 40 und damit einen minus 1 Parade weniger. Gut. Die 16, die Gladiatoren sind schon reingestürmt. Boltax. Ich war diese Runde schon dran. Ja, gut. 19. Ich hatte schon auf euch geschossen. Jalan. Sulamin ist auch schon gewesen. Abelmir ist auch schon gewesen. Nächste Kampfrunde. Ich würde gerne vorziehen. Mach gerade mal. Achso, der ist schon tot. Dann stürmt der Maro Strand hoch. Die Marats da oben gehen so langsam, die so langsam der Platz zum Zurückweichen aus. So, die 10 hatte ich eben schon gewürfelt. Der Axel oder der Blitz, dich findet, der wird ja auch demnächst irgendwann fallen gelassen. Den Schlinger, die 12. Was macht der Schlinger? Wie gesagt, der Schlingerreiter fehlt, die Kontrolle fehlt. Dann würde ich einfach gerne nochmal Abelmir beißen und Mira mit dem Schwanz schlagen. Kann ich beißen? Oh, die ist echt weit weg. Kann er nicht eher mich schlagen? Er ist 4 Meter groß. Guck mal, wo Mira liegt. Genau hinter ihm. Hier ist die Säule dazwischen. Sieh dir das an. Deine Token sind mal wieder riesig, aber komm, hier ist die Säule. Er steht vermutlich eher so hier. Er ist so groß. Wenn er 4 Schritt lang ist, dann kann er sie auch mit dem Schwanz schlagen. Also. Er ist ja nicht 4 Schritt lang, er ist 3 Schritt groß. Ja, guck mal, das hier sind 3 Schritte. Ja, okay, Schritt. Okay, es ist ja auch unwichtig. Biss, Schwanzschlag. Der Biss ist für Abelmir, der Schwanzschlag. Warum habt ihr mich jetzt bewegt?
Weil ich das kleinste Token bin? Das Zillamid dich mitgenommen hat. Achso, ah, nein, nein, das weiß ich, aber... Ich habe nur Distanz gemessen. Ah, okay. Du bist wieder in der richtigen Position. Ja, weil das eigentlich ein Messwerkzeug irgendwie... Der Schlinger... Der okay. Nee, das ist 1:1. So, der Schlinger ist fertig mit der 12. Die Gladiatoren fangen an, gegen die Nachas zu kämpfen. Er hört hier auf alle Fälle irgendwas. Die 17 Boltax ist immer noch unbeweglich. Zulamin kann vorziehen. Yep. Okay, ich bin bei Boltax. Das heißt, ich gebe ihm das Antidot. Ja, würde ich dir zwei Aktionen. Also durch das Antidot entkorken und ihm reinschütten. Gut, zwei Aktionen, dann ist Boltax wieder handlungsfähig. Bin ich auch gleich dran. Und dann bitte ich meinen Elementar um folgenden Dienst. Bar. Elementarer Manifestation, ein Element, beziehungsweise ein Elementar, kann eine gewisse Menge seines eigenen Elementes, also in dem Fall Rauch, oft. Ja, in reine Form manifestieren. Nach der Manifestation unterliegt diese Masse ganz normal den Umwelteinflüssen und verhält sich auch sonst gemäß den Alltagserfahrungen, bis nach Ende der Wirkungszeit wieder entmaterialisiert. Hier gibt es eine Ausnahme, Feuer, ist für uns nicht wichtig. Die Form, in der sich das Element manifestieren kann, ist zwar beliebig, aber alles, was über einfache geometrische Formen und Körper hinausgeht, kann die Kosten erhöhen. Ist für uns auch nicht weiter wesentlich. Was möchtest du machen? Ich würde gerne um den Kopf vom Schlinger eine große, große Rauchwolke manifestieren Passt. Lassen. Passt, gut. Jo. Dann geben wir nochmal eine Loyalitätsprobe. Ja. Also ich glaube ich aber auch, dass wenn es keine 20 wird, dann... Ja, alles klar. Es riecht jetzt nach Carinor-Zigarren. Ja, es riecht jetzt um den Schlinger herum komplett nach Carinor-Zigarren und ihm ist die Sicht genommen. Mhm. Und tatsächlich, da es Luft ist und es bis zu einem Stein werden kann, lasse ich etwa auch ein Ochs, also ein Raumschritt, um den Schlinger komplett herum vernebeln. Nach was riechen Carinor-Zigarren eigentlich? Und sag jetzt nicht Tabak. Wahrscheinlich so eine kleine Vanillenote drin oder so, müsstest du Kieras fragen. Mhm. 17, Boltax ist fertig. 19, die Echsen schießen. Also, ja, richtig. Also, Clarum Purum kann natürlich helfen, wenn man den hat. Das ist ganz normal. Das ist die andere Möglichkeit, wie man sich hilft. Was würfel ich da eigentlich? Warum nicht zum W20? Ich würfel wieder den W6, die 2 Abelmir. Ich möchte Abelmir gerne beschießen. Und zwar sage ich mir wieder eine Wucht an. Wucht 5. Das zählt jetzt aber echt als Deckung. Ja, nee, ich glaube, das Problem ist, Abelmir ist auch einfach zu schnell. Also die Bewegung von Abelmir ist ja sehr schnell, plus 4. Ist er im Kampfgetümmel? Das hast du nicht geschafft. Er ist im Kampfgetümmel. Mit dem Schlinger. Oh, dann ist der Schlinger jetzt getroffen. Nö, dann. Es könnten auch. Stimmt, du hast recht, wenn du es nicht schaffst, wird zufällig getroffen. Also dann müssen wir irgendwie. W4 würfeln oder wie ist das? Ja, das ist sich aber nicht innerhalb der Erschwernis des Kampfgetümmels, sondern noch in der Erschwernis durch die Schnelligkeit. Ist das? Warte. Na, Erschwernis durch Schnelligkeit? Aber er hat doch mit garantiert hat er Deckung da unten. Sieh dir an, das ist alles voller Pflanzen und er steht halb hinter dieser Säule. Viel größer plus 2, menschengroß kann, und plus 4 Geschwindigkeit. Also plus das, dann hast du plus 0. Ja. Aber wenn das keine Deckung ist, also keine Halbdeckung ist. Ich habe ja auch noch plus 5 als Schuss angesagt, deswegen wirst du nicht getroffen sein. Was. Stimmt, dann ist sowieso egal. Okay, das war der Schuss für diese Runde. 19. Ja, dann 19. Ich bin noch nicht dran. Zulamin hat Boltax geweckt, aber mir ist da darf noch. Der hat mich ja gerade probiert zu beißen. Heißt, sein Kopf ist direkt mehr oder weniger vor meiner Nase. Oder? Du musst erstmal eine Aktion Position machen, weil du frei ausgewichen bist. Dann würde ich erst die freie Aktion Position machen. Oder Aktion Position. Und nein, der geht nach seinem Biss sofort wieder zurück auf Ausgangsposition 4 Meter Höhe. Zumindest regeltechnisch. Regeltechnisch ist er nicht an dir dran. Falls du das meinst. Ja, denn. Würde ich angreifen. Ja, ganz normale Aktion. Ja, plus 10 Wurfschlag ansagen. Jo. Ist das gelungen? Ja. Na gut. Dann Schaden? Achso, will er nicht mal ausweichen. Nö, er ist durch. Was soll er denn ausweichen? Das Schwert tut ihm nicht weh. Was ist ein 8er Wert? Ach komm. Als ob der irgendwann ausweicht. Das Schwert tut ihm nicht weh, sagst du. Und jetzt kommt er wieder. Ja, da sag ich doch 17 Schaden raus. Ist das schon alles?
Ja. Hätte ja sein können, dass da noch irgendwie plus 10 oder so. Position, ich habe ja eine plus 10 gesagt. Nee, hätte ja sein können, dass es 27 sind. Oh, nee, zwischendrin. Du hast eine Aktion Position gemacht, das heißt, deine Attacke ist zusätzlich um 4 erschwert. Ja. Also damit ist die Attacke nicht geschafft. Shit. Okay. Nächste Kampfrunde. Und damit hast du die plus 10 auf die nächste Aktion. Hohoho, Alter. Ja. Warum sage ich das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum du es sagst. Weil ich es vergessen habe. Dann, neue Kampfrunde, die 10. Ich würde einfach mal sagen, ich habe nicht mitgezählt, der Maru wechselt wieder von seiner 10 auf die ursprüngliche 19. Dann dösche ich ihn hier einmal, der andere ist raus. Der Schlinger ist damit beschäftigt, den Rauch von Karinor abzuwehren. Ein bisschen Ilmblatt, was da wohl noch in diesem Rauch mitschwebte von der Zigarre von Diamantis. Und ja, so hüllt ein feiner Ilmenblattnebel den Kopf des Schlingers ein, der jetzt nicht regeltechnisch in Raserei verfällt, aber weil er nicht sieht, mit seinem Schwanz zahlreich umherpeitscht und dabei wohl auch Mira etwas zur Seite schlägt und das Gift, das Schlafgift der Echsen scheint wohl nicht so sehr stark bei Mira zu sein, sodass die dann benommen wieder aufwacht. Zustand löschen. Mira ist wieder mit an Bord. Wir schieben dich wieder auf die 12 oder du würfelst eine neue Initiative, wenn du magst. Ja, würde eh nicht besser. Machen wir 12, alles klar. Mira ist dran. Ja, die tapst jetzt erstmal darum und sucht nach Menschen, die sie kennt. Völlig allein. Irgendwie riesiger Schlinger. Ja, genau. Viel fehlt ja auch. Mit Eisbären nicht von Natur aus, Einzelgänger. 16. Die Gladiatoren kämpfen gegen diesen Achatskrieger, der ja noch Angst hat vor den Khanga-Kriegern. Das wird wohl ein sehr kurzer Kampf, aber Anyaban Brai Isurunga ist ein erfahrener Gladiator. 17 Voltax. Voltax? Ja, eine Aktion zu Yalan gehen, zweite Aktion ihm das Gegenmittel einflößen. Zu Yalan gehen, Gegenmittel. Würfel mal den Schwanzschlag, das ist ein AOE. Sagen, das könnte in einem Schwanzschlag resultieren. Genau, das ist ein AOE-Schwanzschlag, aber die 19, der peitscht halt nur gegen Miras Körper, die wurde schon wach und euch wird sie dann in ihrem tobenden Chaos dann nicht erreichen. Dann ist Yalan wieder wach und du bist wieder auf der 19, okay. Reaktion, aua! Komm mit! Zustand löschen. Die Achas, 19 sind wieder dran. Yalan, du kannst gerne vorziehen, wenn du willst. Nö. Gut, dann schaue ich mal. Diamantis. Ich greife wieder Abel mir an. Ich würde vorziehen. Ja. Darf ich mich wegbewegen? Du darfst dich wegbewegen. Egal. Ja, ich darf. Ich habe mich bewegt, eine Aktion Schritt. Ich habe eine Aktion übrig. Du hast drei freie Aktionen, also du hast vier freie Aktionen, glaube ich. Ja. Fünf freie würde Aktionen? Würde ich einen Blitz nicht auf ihn werfen. Auf wen? Auf den Schlinger natürlich, wie sonst. Auf den Schlinger, okay. Hätte ja sein können, dass du dich jetzt um die anderen Krieger kümmern willst. Mit Marius sind 10 bleiben 6 Punkte übrig. Nee, hat nur 6 gegen geistig. Achso, na dann plus 10. Heißt, er verliert jetzt 60 Punkte Inni. Ja. Und er verliert ZFP, also Das heißt, er kann keine, ich muss gerade überlegen, er kann auf Inni 0, kann er nicht mehr attackieren, sondern nur noch parieren, richtig? Genau. So lange wie das hält. Wie lange hält das? ZFW-Aktionen. ZFW-Aktionen, genau. Also 16. 18, 16 Aktionen. 9 Runden. Dann 16 mal 2W6 bekommt er jetzt. Wir schauen einfach mal, wann er durchkickt mit Raserei. Moment, ich würde davor gerne noch was machen. Ja, ich würde es trotzdem gerne einfach mal wissen. Ja. Die 16... Wo ist denn die Giftfee? Würfel. Genau, oh. Giftfee, Diamantis. Jetzt 16 Mal? Also 32, mal. Du hast 32 W6. 32 W6. Achso, nee, ich würfel die einfach alle gleichzeitig. Genau, alle gleichzeitig bitte. Dann wird uns immer auch die Summe gebildet. Du kannst nur 20 maximal machen. Nee, okay, warte, ich mach das so. D 32. 106. Das sind 32. Ausgezeichnet. Dann verliert er in diesen, ich ziehe ihn einfach gerade mal von hier, in seinen geblitzten Zustand dahin. Dann habt ihr mehr Platz zum Überlegen. Er wird in diesen 16 Kampfrunden
106 Schadenspunkte bekommen. Und das war Abelmir mit dem Blitz, ich finde. Eine Aktion. Und die andere war noch freie Aktion Bewegung. Eine Aktion hast du. Genau. Ich schieße auf dich. Würde mich noch weiter weg bewegen. Ja, wohin? Dahin. Auf die anderen zu. Ach, da sind auch welche, die hab ich gar nicht gesehen. Ich habe sie nicht gesehen, dass sie konnte ich nicht. Nee, du hast sie nicht gesehen, weil sie verborgen waren, genau. Genau, also. Jetzt siehst du sie. Gemacht. Ja, genau. Jetzt sehe ich sie. Okay, ich habe sie nämlich gerade aufgedeckt. Dann Zudamin dürfte noch vorziehen, sonst bin ich mit meinem Echsenbogenschützen dran. Schießt denn jemand auf mich? Nö, auf Abelmir. Auf Abelmir. Welcher ist das, der da auf ihn schießt? Beliebiger von diesen dreien. Ja, okay. Du siehst sie sowieso nicht. Also den hier oben siehst du, diesen hier und diesen hier, der ist nur für Abelmir sichtbar. Okay, das kann ich nicht wirklich verhindern. Aber ich will ihn auch nicht allein lassen. Also ich würde mit in die Richtung gehen. Ja, dann tu das. Mira ist übrigens wieder wach, das siehst du. Kannst auch Mira mitsteuern. Kannst ja, also... Dann lauf. Ja, aber das ist nicht hilfreich beim Ausweichen. Also ich versuche Mira zum Mitgehen zu animieren und gehe mit Abelmir. Wartet mal, wie weit ist das? 8, 7... Ich habe eine GS von 10. Eine Aktion hast du auch noch. Ja. So, dann schieße ich erstmal auf Abelmir. Komisch, sobald ich am Boden liege, setzt bei euch wieder der Handfraß ein. Wucht 5. Komisch, wie das funktioniert. Das ist gelungen. Darf ich ausweichen? Natürlich darfst du ausweichen. Ich muss überlegen, aber nur frei. Also du verlierst wieder Initiative. Ja, also und, frei um 4er Schwert, also. Erstmal das ist so ein 8er Schwert, weil du mit dem Bogen ausweichen musst. Ich hab's nie geschafft, dann vergiss es. Sicher? Doch, hast du doch. Du hast zahlreiche Modifikationen durch den Achsel. Ja, du kriegst allein. Ich krieg 2 Ausweichen. Richtig. Also bin ich bei. Also, du hast erstmal eine plus 8. 9 plus 8 sind 1. Das heißt, du weichst auf die 1 aus. Dann bekommst du durch den Achsel was. In 2. Also auf 3. Ja. Ne, plus 4. Du kriegst plus 2 aus Ausweichen und plus 2 auf Paradebasis durch Achse. Ich krieg auf Ausweichen plus 2. Ja, plus und Paradebasis auch. Genau, das geht ja im Ausweichen mit rein. Und dann kriegst du durch hohe Initiative nochmal 2 Punkte. Dann bist du bei 5. Ja, reicht für die Rotte nicht. Ich bin bei 6 gewaffelt.